Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir haben mal wieder ein Titel-Update. Gameplay-Problembehebungen. Irrtümliche Elfmeterentscheidungen, wenn ein Verteidiger ein faires Kopfballduell gewinnt, dabei jedoch mit einem gegnerischen Stürmer zusammenstößt. Torhüter bleiben zu lange am Boden, ohne den Ball aufzunehmen, wenn der Ball nach einer Parade in ihrer Nähe ist. Torhüter gehen nach einem Rückpass gelegentlich nicht zum Ball. Dieses Problem tritt bei manuellen Pässen häufiger auf. FIFA Ultimate Team Problembehebung. Spieler erhalten einen Hinweis, dass im laufenden Daily Knockout Turnier keine Versuche mehr übrig sind, während der letzte Versuch noch aktiv ist. Das Spiel hängt in den Squad Battles fest, wenn unmittelbar nach dem Aufruf des Gegnerauswahlbildschirms schnell ein Gegner ausgewählt wird. Einige Textkorrekturen bei den Teamanforderungen, bla bla bla. Ein Grafikproblem, durch das in bestimmten Spielsituationen ein falscher Spieler Gesamtwert im Spielerleistung, bla bla bla. Online-Modus-Änderungen, haha, der Rest ist eigentlich egal. Okay, die machen aber echt viele Updates mit irgendwelchen Sachen, die sie reinschreiben. Das war doch in FIFA 17 oder generell früher nicht so. Naja, es steht mal wieder Pack Opening an. Ich bin gespannt. Wir waren Gold 1, deswegen können wir wieder ein bisschen was einsammeln. Gab auch ein paar interessante Spieler im Team der Woche. Da habe ich mir zwei schon geholt. Es gibt auch ein Second In vom Icardi, aber da mir Mertens einfach so gut gefällt, er so viele Scorerpunkte macht und ich ihn auch von den insgesamten Ingame-Werten kompletter finde als Second In vom Icardi, werde ich ihn wahrscheinlich erstmal nicht testen. Und müsste dann aber auf jeden Fall bei der dritten Info von Icardi zuschlagen. So, wir holen uns die Belohnungen ab. Ich werde diese Folge wieder oder diesen Anfang hier wieder zusammenschneiden, dann mit den nächsten Spielen, die ich mache, logischerweise, weil es ist wieder nachts, wo ich das hier mir abhole, weil ich natürlich gespannt darauf bin, was ich ziehe. Wir haben das letzte Mal Mertens gezogen. Es wird, denke ich, nicht wieder so ein gutes Pack-Opening werden, aber wir haben ein Pack mehr aufzumachen. Also ja, wir schauen mal. Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und es geht los! Come on, gib mir was Geiles, bitte sehr. Wenigstens Leinwand, komm, wenigstens Leinwandspieler. Wenigstens Leinwand. Fuck. Dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering, dass was Geiles dabei. Och, 80er, ein 80er ist der Beste oder was? Oh mein Gott. Na toll. Die seltenen schaue ich. Ach, eigentlich brauche ich gar niemanden davon nachschauen, aber die seltenen schaue ich trotzdem nach. 950, Schrott. Schrott. Und den Silberspieler schaue ich noch nach. Schrott. Den haben wir doppelt, Niasse. 550. Das ist nichts wert. Halt. 400, 450. Da kriegt man die eigentlich immer los. Hätte eigentlich direkt 12 Stunden machen können, egal. So, das nächste kleine Pack. Komm schon, bitte. Das letzte Mal hatten wir so einen kleinen Pack Mertens drin. Gib mir bitte was Geiles. Leinwand, wenigstens Leinwand, Freunde. Och, wieder nicht. Halt's Maul, Mann. Was ist denn hier los? Rafinha. War das nicht mal besser als 81? Also jetzt nicht in FIFA 18, logischerweise. 1-4, 1-3, 1-2. Oh, ich stelle für 1000 rein. Oh, der ist zumindest schnell. Der war am Anfang nicht immer viel wert. Wobei, die russische Liga gibt es vielleicht nicht so viele guten RMs. 2000. Oh, ich denke, für 1,8 bekommen wir ihn los. Der wird nichts wert sein. Scheiße, Mann, ey. In dem großen Pack ist eigentlich auch immer nur Müll drinne, weil die ganzen seltenen Karten von Fitness oder Heilung oder sowas verschwendet wird. Geht mir am Sack. Oh, noch zwei Silberspieler. Mann, ich hätte mich so gefreut auf das Pack-Opening, aber scheint ein blödes Pack-Opening zu werden. Oh, 950. Stellen wir den mal für 800, 850 rein. Boah, es ist bisher, bis jetzt ist es das schlechteste Pack-Opening. Bis jetzt. Jetzt muss das Mega-Set noch alles rausreißen. Oh, die Silberspieler sind was wert. Auch den stellen wir für 850 rein. Und noch ein doppelt. 500, 450. Oh Gott. Stellen wir für 350, 400 rein.
Oh Mann, 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 come on. Also jetzt muss noch irgendwas kommen. Irgendwas muss jetzt noch kommen, weil sonst würde das echt das schlechteste Pack-Opening bisher in FIFA 18. Come on. Bitte. Wenigstens ein Leinwandspieler. Komm schon, bitte. Wenigstens Leinwand. Wenigstens Leinwand. Komm. Ach, Leinwand. Sehr gut. Das ist mindestens ein 83er. 84er. Cahill. Okay. Er ist noch ein bisschen was wert, denke ich. Aber echt ein scheiß Opening bisher. Komm, jetzt haben wir noch mit drin. 6, 5, 5000. Okay, es ist nicht das schlechteste Pack. 5000. 5, 1. Also wenn ich eine für 4, 8 reinstelle, bekommen wir eine wahrscheinlich los. Ach. Also ist auf jeden Fall nicht das schlechteste, aber naja. Nicht wirklich gut. Wähler. 1,8. Ich habe 1,5 gesehen. Ja. Okay, machen wir mal 1,3. Gomez ist wahrscheinlich nichts mehr wert, weil er so langsam ist und nicht dribbeln kann. 1,4, 1,2. 1,1. Oh, für 1000 bekommen wir ihn vielleicht sogar los. Echt viele seltene Goldspieler, aber Schrotti halt. Hab gehofft, dass die Engländer wenigstens noch irgendwas wert sind. Oh, sieht nicht so aus. 450, ach du Scheiße. Rest guck jetzt nicht erst nach. Ja, hier, das Ganze ist selten Dreck, den niemand braucht. Ich glaube, das war 200 beim letzten Mal, Bär. 200 für einen seltenen. Oh, was ist denn jetzt? Ah, hier, 200, ich wusste. Oh Gott. Weil niemand mehr die Manager. Früher wurden die Manager viel häufiger verwendet, finde ich. Die waren 800 wert beim letzten Mal. Ist auch viel weniger wert als früher. Ich war mal 1000 bis 1300 wert. 900, ja, ich sage ja 800. Die seltenen Heilungsdinger waren, glaube ich, 500 wert. Tausend, 800, 650, ja, ich sag ja 500. Die blöden Trainingskarten können sie echt komplett rausnehmen aus dem Spiel, finde ich. Warum habe ich nicht jetzt nochmal nachgeguckt? Ey, ich bin total knülle. Es war doch klar, dass das 500 wert ist. Mein Gott. Ich glaube, das ist nichts wert. 300. Ach, vielleicht kauft jemand für 200. Rom, ich bin mir sicher, dass es nichts wert ist, aber irgendwie muss ich trotzdem nochmal nachgucken. Ja, von Stadion. Das Suita City Football Stadion. Ah, da sehe ich schon wieder einen Schatten drauf, brauche ich nicht. Oh yeah, Positions. Oh, wir haben noch einen doppelten seltenen. Echt viele seltene Goldspieler und nur Scheiße, das gibt's doch nicht. Oder fast nur. Den kriegen wir gar nicht los. Da scheint fast 700 drin. Den werden wir wahrscheinlich sogar abstoßen müssen. Oh Gott, ey, das war jetzt echt ein bitteres Pack-Opening. Ohne Scheiß. Ach, ich habe mich so gefreut gehabt, ey. Das war echt totaler Dreck. Egal, ich will es nicht länger werden lassen, als es sowieso schon ist. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und da. Ach so, stimmt. Ich wollte eigentlich versuchen, mir einen Robben zu holen. Ich habe jetzt 73.000. Aber der hat es so 90.000 gekostet. Ich will nur noch mal kurz gucken. Ich habe ja ganz ultra viel Glück und es gibt einen absoluten Schnapper. Ich glaub's nicht, aber. Ich wollte nicht mal Robben probieren. Weil ich gemerkt habe, für einen 88er ist er verdammt billig. Wie gesagt, 90.000. Ist echt wenig für einen 88er. Und da ich nicht so richtig zufrieden bin mit der RM-Position, dachte ich mir, kannst du den ja eigentlich mal testen. 86, 85 ist sogar ein bisschen. Guck mal, den gibt's so wenig, ne? Viermal, der ist so billig. 85, das geht echt. Also ich habe auf jeden Fall Spieler, die ich verkaufen könnte, dann könnte ich mir den leisten. Das ist halt die Frage, ob ich das noch mache, bis morgen.
Ja, mach jetzt nicht eine Aufnahme. In diesem Sinne, bis dann, bis bald, also bis zum nächsten, bis der Schnitt vorbei ist, bis gleich, tschüss. Einen wunderschönen, ach nee, Quatsch, für euch ist es kein wunderschöner guter Morgen. Vielleicht ja doch, wenn ihr es gerade seht. Und es ist halt doch ein guter Morgen bei euch. Aber dann habt ihr das schon mal gehört, weil wir es ja zusammenschneiden. Gestern habe ich ja das Pack-Opening aufgemacht, was ziemlich schlecht war. Nicht das schlechteste aller Zeiten, aber es war ziemlich schlecht. Und naja, was soll es. Ich hoffe, dass die Spiele besser werden. Ich bin zwar auch wieder zeitiger aufgestanden jetzt an dem Freitag, aber ich fühle mich ein bisschen fitter als beim letzten Mal. Trotzdem natürlich gucken, was so geht. Ich hoffe, dass ich dieses Mal 6 Spiele schaffe statt nur 5. Und bin gespannt, wie sich meine neuen Spiele anfühlen. Wir spielen aber erstmal in der Bundesliga. Und in der Bundesliga gibt es direkt 2 neue Spieler. Einmal endlich Inform Kruse. Woo! Den Spieler, den ich eigentlich immer ja als Inform haben möchte, weil die letzten FIFAs, die letzten Saisons hat er sich immer so geil spielen lassen. Teilweise sogar als Nicht-Inform, aber halt als Inform. Hat auch geile Werte. 85 Dribbling, 87 Schuss, 85 Pass. Habe ihm Maestro gegeben, was Dribbling, Schuss, Pass verbessert. Man könnte ihn auch als Stürmer spielen, aber ich glaube, er ist ein besserer ZOM und sollte auch besser als Arangis sein. Ich bin gespannt, wobei er tritt da in große Fußstapfen. Arangis hat schon einiges gezeigt. Von daher mal schauen, ob er sich da durchsetzen kann. Und ich habe es tatsächlich gemacht. Ich habe mir Robben geleistet mit 86.500, der zweiteuerste Spieler bisher. Mit dem Champions League Style Engine, aber trotzdem so billig, ist ein 88er, 86.500, das ist der Wahnsinn. Wahrscheinlich, weil er so langsam ist, wenn der jetzt 90 Tempo hätte, dann würde er wahrscheinlich wieder 200.000 kosten oder so. Keine Ahnung, wir spielen, ich bin gespannt. Ich bin bisher noch nie, ich habe Robben in fast jedem FIFA, wo ich Ultimate Team gespielt habe, habe ich Robben getestet, fast jedes Mal. Und also immer nur als normale Karte, nicht als Inform oder so, da war er immer zu teuer, aber als normale Karte habe ich ihn fast immer getestet. Letzte Saison auf jeden Fall, vorletzte Saison. Und er hat einfach nie funktioniert, also ich bin nie klargekommen. Ich denke, er ist auch eigentlich nicht so ein richtiger RM, sondern mehr so ein rechter Flügelspieler, das sollte besser passen, aber ich spiele nun mal die rechte Mittelfeldposition. Und ja, also ich bin nie mit ihm zurechtgekommen, auch mit diesem 2 Sterne auf den linken Fuß nicht, aber er war halt so preiswert. Kurz konzentrieren. So. Er war jetzt so preiswert und das für ein 88er plus wir hatten auf dieser RM-Position sowieso unsere Probleme und haben da nicht so den wirklich für uns passenden Spieler gefunden. Deswegen wollte ich ihn unbedingt mal testen. Und was noch dazu kommt, wir haben mit El-Sharawi auch einen Spieler, der nur 2 Sterne auf den schwachen Fuß hat und der richtig gut funktioniert hat. Deswegen, vielleicht kommen wir ja jetzt klar auf so eine 2 Sterne schwache Fußgeschichte. Da wollte ich nicht hinpassen. Soll denn das werden? Ja, war die Flanke war definitiv zu sehr in den Lauf. Die sollte eigentlich ganz normal rüber gehen. Halt nur ein kleiner Seitenwechsel. Muss natürlich mit Robben drauf achten. Er ist Linksfuß. Wenn ich also versuche abzuschließen, dann mit links. Aber es sollte auch nicht so schwer sein, wenn er von rechts kommt. Ach geil, jetzt haben wir Ribéry und Robben. Fällt mir gerade so ein. Schön, bayerische Flügelzange. Erster Abschluss von Kruse, leider geblockt. Hatte kurz Angst, dass es hier eine blöde Ecke gibt, weil aus der Position schießen. Das ist eigentlich klar, dass es nichts wird, aber okay. Robben misst immer noch schnell, vor allem mit Engine. Oh, ich glaube, er hat mit rechts den Ball angenommen und hat ihn deswegen nicht wirklich gut verarbeiten können. Aber ich merke, dass ich noch müde und nicht so richtig 100% wach bin, also. Eine Konzentration lässt noch zu wünschen übrig.
Aber gut, wie gesagt, ich muss jetzt einfach damit leben, dass ich jetzt nicht 100% Leistung bringen kann. Scheiß drauf. Besser als 25 Spiele am Sonntag machen zu müssen, weil da kann ich dann die letzten 10 Spiele auch nicht mehr volle Leistung bringen. Hat eigentlich ganz gut gemacht, aber es hat nicht gereicht. Pisscheck hat er, hat ein deutsches Dreieck drin gehabt, gar nicht gemerkt. Da ist auch Vidal, ja, also irgendwie hat er da was Deutsches mit drin. Glück. Ah, oh, fuck. Ich habe es zu spät gesehen, dass er da genau nicht hingestellt hat, um meinen Stürmer zu blocken. Junge, das war doch ein Foul an Werner. Die Angriffe sind bisher zumindest nicht wirklich gefährlich, das ist schon mal ganz gut. Oh, toller Pass, Kruse. Kruse Linksfuß, aber vier Steine auf den Schwachen. Wenn ich gewusst hätte, dass er einen Fehlpass raushaut, hätte ich jetzt nicht reingegrätscht, aber das war auch nur sehr knapp, dass wir da den Ball verpasst haben. Sehr schön mit Robben abgefangen. Blieb mir den Gedanken, aufs 4-1-2-1 zu gehen, aber wir stehen eigentlich defensiv ganz gut. Und ich habe ja das eine Mal gesagt, okay, wenn wir defensiv gut stehen, will ich eigentlich nicht umstellen, weil defensiv erstmal wichtiger ist. Und das hat das letzte Mal, als ich das gemacht habe, so defensiv gut standen im 4-2-3-1 und dann aufs 4-1-2-1 gewechselt haben, da hat es dazu geführt, dass wir verloren haben. Deswegen ist das erstmal nicht der Plan. War auch wieder kein Foul, klar. Wirklich eine schwierige Abschlusssituation und dann nimmt auch das kurze Teil das lange Eck, was dann halt deutlich schwieriger nochmal ist. Halt nicht so wirklich durch, ne? Das ist ein bisschen scheiße. Och, auch ins Aus angenommen. Was ist denn los mit euch? Ach, Tolisso, ich gehe noch mit Tolisso weg. Hab zu spät gemerkt, dass ich da den Ball gehabt hätte. Ja, ich merke auf jeden Fall, dass ich im Kopf noch nicht so richtig dabei bin. Ich werde wahrscheinlich erstmal einen schönen Tee trinken nach der Aufnahme. Aber wir stehen halt defensiv ganz gut. Gegner hat keine wirklich gefährlichen Abschlusssituationen gehabt. Wir halt leider auch nicht, aber ich bleibe erstmal in der Defensive. Aber sobald ich das 1-0 fresse, wechsle ich aufs 4-1-2-1. Das heißt zwar dann nicht, dass sich das Spiel dann ändert, aber ich hoffe es zumindest. Man macht es halt auch nicht schlecht. Defensiv hat eigentlich eine ganz gute Mischung zwischen... Ach, wir waren auch sehr dran. Eine ganz gute Mischung zwischen aggressivem Draufgehen und abwartenden Verteidigen. Hey, da holen wir uns den Ball eigentlich raus. Okay,
Ja, ein bisschen Glück, das war definitiv die bisher beste Abschlusschance, aber es war auch relativ glücklich, würde ich sagen, wie der Gegner überhaupt zum Abschluss kam, zur Abschlusschance. Na, komm, greif an. Also. Geiler Pass, genau in die Füße des Gegners. Das ist halt bei Schmelzer, gerade bei langen Pässen, haut er halt immer mal so einen Scheiß raus. Schissen gedribbelt. Oh. Passt immer dahin, wo ich im, oder sehr oft dahin, wo ich im Passweg stehe, aber krieg's halt leider trotzdem durch. Okay, jetzt haben wir mal Glück, muss ich zugeben. Krieg's einfach nicht gebacken, hier mal einen schönen Angriff hinzukriegen. Man macht aber halt auch keine Fehler in der Abwehr mehr oder weniger. Endlich mein Stellungsfehler, aber ich habe gegen andere Gegner deutlich häufiger Stellungsfehler vom Gegner und schaff's dann auch nicht direkt beim ersten Versuch durchzuschießen, deswegen. Schöner Schuss. Kruse hat ja einen guten Distanzschuss und wie gesagt, linker Fuß, starker Fuß. Aber es war natürlich jetzt auch schwierig, da ein Tor zu machen. Immerhin mal die erste Ecke im Spiel. Schade. Oh, der hat sich beinahe selbst angeschossen. Och, und das klappt auch noch. Ey, das klappt doch nie. Ist bitte abseits. Zum Glück schießt er da direkt. Fuck! Das wäre gut gekommen. Was ist denn los? Was sind das jetzt gerade für Pässe? Mann, Mann, Mann. Oh Gott, wo wäre denn der Schuss hingegangen? Das war eher abseits von daher. Oh, nice luck. So, dass er sich einmal auf außen treiben lässt und dann reinflankt. Ich glaube, er hat jetzt auch nicht die kopfballstärksten Spieler. Ach, wieso habe ich noch nicht gewechselt, verdammt nochmal? Immer noch mit Robben und Ribéry, die beide keine Ausdauer haben. Ich wollte eigentlich auch eigentlich noch einen Schritt gehen, bevor ich schieße. Das ist immer kein gutes Zeichen, wenn man so weit wegschießen muss.
Schöner Pass. Das Lack. Das war mal schön gemacht von Schmelzer. Wie gesagt, an Defensive gefällt er mir auch sehr gut. Das ist halt wirklich bloß die Pässe, die er dann häufiger mal verkackt, die halt nicht sein müssen. Scheiße! Na gut, dann wechseln wir jetzt aber direkt im ersten Spiel Verlängerung. Aber es war auch absolut verdient, würde ich sagen. Sehr ausgeglichen. Robben hat sich okay angefühlt, aber jetzt im ersten Spiel konnte ich relativ wenig feststellen. Wie gesagt, war ja auch ein Spiel, was erstmal recht schwierig war. Schön gemacht von Kimmich. Ich dachte, ich kann ihn ablaufen, weil ich einen frischen Spieler habe, aber es war anscheinend doch nicht so. Ach, das ist ein Foul dann plötzlich. Ach, nee, ist egal. Nicht aufregen. Fuck. Das war schlecht von mir, aber... Mal wieder so eine sinnlose Flanke in meinen Augen, aber... Muss der Gegner selber wissen. Wollte ich mal cool reinflanken, hat irgendwie nicht geklappt. Mach aber auch zu offensichtliche Pässe teilweise. Geiler Pass, ich glaube Kruse war's. Ja, es war Kruse. Der Pass war richtig genial. Wie kann denn das kein Abseits gewesen sein? Fuck you! Oh, was hat denn da meine Abwehr gemacht? Die ist einen Schritt rausgegangen, genau in dem Moment, wo der Pass kam. Leider beste Chance im Spiel. Er macht das Tor. Jetzt stelle ich aufs 4-1-2-1-2, aber puh. Das lässt sich halt jetzt nicht sagen. Es kann sein, dass es jetzt mega geil läuft, ich jetzt drei Tore schieße. Kann sein, dass es total scheiße läuft und ich jetzt verdiene, verliere. Mal gucken. Ich hoffe natürlich, dass ich drei Tore schieße. Mist, Mist, Mist. Verstehe nicht, warum das auch wieder kein Pass ist. Kein Pass, kein Foul ist. Ach, hat er gesehen, wie Schmelzer stehen bleibt? Nee, es ist Ginter, es ist egal, wer es ist einfach nur dumm. Mal ruhig und konzentriere mich. Fuck. Sehr ausgeglichen, aber aufgrund der Chance, leider ist es verdient bisher, diese 1-0-Führung. Muss man leider so sagen. Ich habe nicht so eine Chance gehabt. Okay, okay, jetzt würde ich langsam sagen, es waren gerade zwei sehr gute Schüsse von Alessandrini.
würde ich langsam sagen, ein Unentschieden wird wieder langsam verdient. Also noch so ein Ding und es ist auf jeden Fall verdient. Macht halt so einen Schrott, ey. Endlich mal ein Foul für mich. Jetzt wäre ein Ausgleich verdient. Jetzt sind wir definitiv beim unverdienten, bei der unverdienten Führung vom Gegner. Definitiv. Schade. Oh, und es klappt noch. Der hat nicht hingeguckt. Es war eine Flanke, eine No-Look-Flanke quasi. Er gewinnt jetzt unverdient. Schade. Ich dachte, wir kommen noch einen Angriff. Naja, was soll's. Ab zum nächsten Spiel gar nicht drüber nachdenken. Es war ein knappes Spiel und es wäre zwar ein Unentschieden verdient gewesen am Ende. Gerade noch mit dem Alu-Treffer, aber wir haben sogar besten Spieler. Aber egal, es ist halt eins von diesen Spielen. Und wie gesagt, ich konnte auch nicht mein maximal mögliches abrufen. Da bin ich einfach gerade noch ein bisschen zu müde. Ich denke, wenn ich hier 100% spielen kann, dann heißt es nicht automatisch, dass ich gewinne. Aber dann bin ich wahrscheinlich der bessere Spieler. Von daher ist es mir egal. Auf zu Calcio A. Und da haben wir den mittleren oder den momentan teuersten Spieler drin. Und zwar Insigne Inform. Den habe ich mir geleistet. Der hat in den meisten Punkten ähnliche Werte wie El Sharabi Inform. Aber dann doch der ein oder andere Wert ist schon deutlich besser. Oder ist schon besser als der von El Sharabi. Besseres Dribbling, besseres Tempo. Schuss ist glaube ich etwas schlechter. Passt etwas besser. Aber ganz wichtig vor allem, er hat jetzt 3 Sterne auf den schwachen linken Fuß. Das ist mir schon mal sehr, sehr wichtig. Ansonsten vom Spielertyp her total wie Mertens. Deswegen bin ich mal gespannt. Aber ich glaube halt, dass so ein Spielertyp Mertens auf die Flügelposition noch mal ein bisschen besser passt. Nur 1,63 groß, mega krasses Dribbling. Sehr schnell, wie gesagt, sehr ähnlich von Mertens. Und ich bin gespannt, wie er sich spielen lässt. Im Moment habe ich Robben auf die Bank gepackt. Ja, aber mir fällt gerade ein, wir müssen mal die Spielerrollen neu machen. Wir haben jetzt ein paar neue. Ja, da macht nämlich die Eckstöße zum Beispiel nochmal Insigne. Ich will immer Insigne sagen. Er hat ja gar kein I mehr drin, Insigne, sondern Insigne. Und Kapitän, wen hatte ich da? Ich glaube Lichtsteiner, ne? Oder Khedira, ich nehme Khedira. In der Bundesliga. Mal gucken, da macht er bestimmt jetzt auch Kruse ein paar Sachen. Kimmich, Robben. Und Kruse macht nur die Elfmeter, okay. Ein Kapitän ist Robben. Nee. Glaube, da nehme ich wieder einen Torhüter. So, hoffen wir, dass es im zweiten Spiel besser läuft, dass ich vor allem besser performe, also dass ich der bessere Spieler bin. Vielleicht möchte ich auch Insigne direkt was zeigen. Dadurch, dass es halt so ein ausgeglichenes Spiel war beim letzten, konnten wir auch wenig von Robben oder Kruse sehen. Kruse hat sich gut angefühlt, hat einen richtig geilen Pass rausgehauen. Robben konnte genauso wenig zeigen wie Ribéry, also... Ja, ach du Scheiße. Es ist, glaube ich, der beste Torhüter im Spiel, der Schmeichel, 92er. Dann wieder der 90er, wo ich den Namen immer nicht merken kann. Ja, Higuain, was soll ich da weiterreden? Die Baller im Sturm, Higuain im Sturm. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank. Stimmt, Higuain kann ich echt auch irgendwann mal testen. Der ist, glaube ich, auch relativ billig für einen 90er, weil er... nicht so schnell ist und glaube ich auch nicht so ein krasses Dribbling hat. Oh, nicht dahin.
Elfmeter. Torreira hat einfach keinen Körper und dann kommt halt Bonucci von hinten und reißt ihn um. Also durch seinen Körpereinsatz. Das war aber auch keine Schuld vom Gegner. Das ist halt einfach, ja, zu ungestümes Reingehen und dann passiert das halt. Das kenne ich. Das müssen wir nur noch machen. Mertens hat den besten Elfmeter. Wahrscheinlich geboostet hat er den besten Elfmeter, denke ich mal. Wollte eigentlich nach rechts schießen und nicht in die Mitte, aber das war halt wieder das Problem, dass ich anscheinend zu spät nach rechts gedrückt habe oder nicht stark genug nach rechts gedrückt habe und deswegen hat er in die Mitte geschossen. Aber in dem Moment war es erstmal genau richtig, weil der Gegner nach rechts gesprungen ist. Wenn ich also nach rechts geschossen hätte, wäre... Ich glaube, deswegen versuche ich auch nie in die Mitte zu schießen, weil ab und zu schieße ich aus denen in die Mitte. Und in dem Fall hat es zum Glück dazu geführt, dass ich ein Tor geschossen habe. Ich hätte vielleicht, ich meine, wenn ich nach rechts schieße, kann ich natürlich trotzdem ein Tor schießen, je nachdem, wie er nach rechts geschossen ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon mal deutlich geringer, wenn der Gegner ebenfalls nach rechts schießt. Krass, dass den Donnarumma hält, ohne Scheiß. Also das war eine mega krasse Parade und hier habe ich gedacht, dass Khedira Ballkontrolle bekommt und habe deswegen nicht direkt rausgepasst. Oh, jetzt habe ich aber gepasst. Jetzt habe ich aber gepasst. Scheiße. Viele Mal nicht auf meinen Trick reingefallen. Das klappt irgendwie sowieso generell gar nicht mehr. Also die fallen einfach nie auf den Trick rein und ziehen dann wieder zurück, sondern oder so. Die bleiben immer stehen. Sehr gut, dass wir da noch rankommen. Der Gegner spielt leider gut. Er hat ein scheiß krasses Team und spielt gut. Das ist natürlich zum Kotzen. Gehen wir gerade mit Brozovic in den Lauf oder was? Da hat er überhaupt keine Pace. Ja, ich wusste nicht, dass der Gegner mich durchrennen lässt, sonst wäre natürlich mit Philippe Andersen anders gelaufen. Das war gerade das Problem. Aber krass, dass Insigne, der ziemlich schnell ist, da nicht direkt hinterhergekommen ist, sondern ihn erst einholen musste. Und dann gibt es echt ein Kopfballtor. Oh, muss das sein. Lackertor, ich sag's immer wieder. Eckentore gibt es so selten, dass es Lackertore sind. Ich meine, der Elfmeterball absolut verdient und das ja, ist dann schade, dass wir das sowas kaputt gemacht bekommen. Und wie gesagt, leider spielt der Gegner bisher ziemlich gut. Wir haben bisher, abgesehen vom Elfmeter, gar nichts gehabt. Der Pass sollte halt auch nicht dahin. Oh, das ist ärgerlich. Diese Pace-Scheiße, ey. Was macht ihr denn jetzt? Costa heißt er, genau. Wieso kann ich mir den Costa nicht merken? Total einfacher Name. Und ist auch kein Unbekannter oder so. Meine Herren. 3-1-2. Als ich das letzte Mal gegen jemanden mit einem 3-1-2 gespielt habe, da hatte ich auch meine Probleme. Muss ich zugeben. Ich glaube, wenn ich jetzt hier als 2-1 fresse, werde ich auch direkt wechseln ins 4-1-2-1-2. Das war mal schön gespielt.
Müssen wir auch irgendwie in die Mitte reinkommen. Oder wir machen es einfach so. Oder wir machen es einfach so. Oder wir machen es einfach so. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass er da Mertens so frei laufen lässt. Also das würde ich wirklich sagen, war ein kleiner Fehler von ihm. Dass er da Mertens so hat sträflich frei laufen lassen. Und dann wieder mal in Pfosten und rein. Und das war auch nicht flach geschossen. Das war doch so eine Situation, da habe ich nicht getraut. Da habe ich einfach normal geschossen. Da habe ich irgendwie mehr Ballkontrolle, wenn ich normal schieße. Ja, wir führen also wieder. Und das war auch der erste gute Angriff nach meinem Elfmeterschance. Muss ich sagen. Haben wir eigentlich gut verteidigt. Zur Drehung schwierig, aber die Baller hat einen super krassen Abschluss. Hat er schon die letzten Saisons immer gehabt, jetzt wahrscheinlich noch mehr. Guten Distanzschuss, guten Abschluss. Das ist immer schwierig. Ja, komm, Meusel, du musst angreifen, ich führe. Leider schlecht. Scheint auf jeden Fall flankengeil zu sein, wie es aussieht. Auch jemand, der irgendwie viel reinflankt. Schon noch zweite Spieler, hat er letztes schon gemacht. Ah, hab ich mich doch genau richtig hingestellt mit Torreira. So, jetzt versuchen wir mal mit Mertens hier einen kleinen Konter aufzuziehen. Er lässt mich vorbeiziehen, danke. Wollte nach hinten passen, aber irgendwie hat mich auch komplett verwirrt, dass Brozovic sich wieder so weit zurückzieht, dass ich ihn quasi nicht mehr anpassen kann, also nicht mehr anspielen kann. Das war irgendwie blöd. Der Matthias da. Ja, aber leider nicht schön ausgespielt, der Konter. Ich bin halt einfach kein Konterspieler. Auch hier hätte ich den normalen Abschluss suchen sollen, aber stimmt, er ist ja links, Rechtsfuß, deswegen ist es auch schwierig, damit den linken abzuschließen. Auch hier hätte ich, denke ich, lieber normal abschließen sollen, aber das war wenigstens geil gespielt und jetzt haben wir gerade so ein bisschen das Zepter übernommen. Kedira ist langsam. Schöne Grätsche vom Kollege. Ich bin nicht zufrieden. Wir hatten jetzt eigentlich in den letzten Sekunden des Spiels noch gute Chancen für ein 3-1. Wir haben es nicht gemacht. Aber es waren auch nicht die perfekten Abschlüsse, die ich ja gewählt habe, muss ich zugeben. Bin ich überhaupt nicht zufrieden mit. Aber es ist halt auch schwer, sich nicht jedes Mal zu diesen... Och, und diesmal fällt er hin, Mertens. Diesmal fällt er hin. Es ist schwer, sich nicht jedes Mal zu diesem Flachschuss hinreißen zu lassen. Er ist halt auch super oft genau richtig. Es ist irgendwie auch viel aggressiver und schlechter in der Verteidigung. Ja, Mertens kein Körper, ne? Das ist halt wie beim Mertens Insigne kein Körper. Ist halt wie bei Mertens. Eine Pause angemeldet. Ich dachte, jetzt macht er nicht mehr mit, aber war er leider doch wieder da. Getunnelt. Sehr gut für den Sieg, ne? Wusste gar nicht, dass er auch defensiv Arbeit leisten kann. Zu spät. Ich hätte eins eher ab. Eins eher zurückziehen müssen. Mist, Mist, Mist. Ach, ich hatte gute Chancen. Fuck. Hätte ich mindestens schon das dritte Tor schießen müssen. Vorlagen soll mal anders sein, okay.
schöner Schuss von Cubera, schade. Der stand anscheinend auch kurz vor der zweiten Inform, das wäre geil gewesen, aber hat er leider nicht gekriegt. Wobei ich mich echt über einen Inform der Rossi oder sowas freuen würde, also einem klassischeren Sechser. Den ich mir auch im besten Fall leisten kann. Ein bisschen Glück. Ach ja, ich habe mir ein Best-of-Video von Mertens angeguckt auf YouTube. Da hat schon ziemlich geile Tore geschossen, muss ich sagen. Vor allem ein paar solche krass gelupften, ganz, ganz schwierigen gelupften Tore. Also das muss ich sagen, das hat er ein bisschen drauf. Schon wieder die Flanke, das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht funktionieren. Ich meine, ich freue mich natürlich, wenn er sowas macht, aber... Man sieht ja leider auch schon wieder keine Power mehr. Das ist halt... Flügelfilze brauchen so viel Ausdauer. Ich glaube, ich wechsle dann auch mal. Genau aus dem Grund. Okay, Donner. Schön nochmal faulen Insigne, bevor runter geht. So ein bisschen seine Probleme über außen, habe ich das Gefühl. Scheiße. Och, der war wichtig mit Benatia. Der war wichtig. Eieiei. Mist, ich hätte eher den Ball protecten sollen mit Benatia. Oder vielleicht einmal eher abspielen und nicht mit ihnen in den. Da ist er schon wieder da, nice. Foul, klar. Hat Glück. Boah. Costa hat natürlich einen krassen Schuss. Ja, ein Signe, krass. Ich dachte, der hätte mehr Ausdauer gehabt. Das gibt's ja gar nicht. Philippe Andersen hat aber mehr Ausdauer als er. Naja, wechseln wir die mal. Ich wusste es und habe es trotzdem nicht geschafft, es zu verhindern, dass er dahin zieht. Er flankt halt immer rein, es ist so OBV. Ah, geil, er war's. Das gefällt mir. Oh, die 80. Gehen wir auf sehr defensiv und Zeitspiel. Hätte ich vielleicht auch gar nicht wechseln müssen, wobei das Spiel ist ziemlich knapp. Da ist dann auch einfach zu gefährlich, wenn ich ohne Ausdauer spiele. So, jetzt nur mein Abschluss, wenn ich ihn wirklich super safe dahin bekomme. Ansonsten. Doch, ich dachte halt, jetzt kann ich vorbeidribbeln. Scheiße. So wie zum Thema super safe. Aber er macht direkt wieder einen Fehler. Mist. Ah, ich hätte halt schon lange das dritte Tor machen können. Ja.
So wie zum Thema Zeitspielen. Das war's. Yes! Absolut verdient! Krass! Der war am Anfang so gut, da habe ich am Anfang so krass dominiert, bis er das 1-1, glaube ich, gemacht hat und dann hat er komplett verkackt. Das verstehe ich nicht, also was er da gemacht hat. Er hat auch viel besser verteidigt am Anfang. Anscheinend hat er den Rückstand gebraucht, ich weiß es nicht, also vielleicht hat ihn auch irgendwie der verdiente, aber wahrscheinlich von ihm nicht verursachte Elfmeter ist angepisst und hat dann dadurch besser gespielt, also ich kann es mir nicht erklären. Egal, die Folge ist schon wieder ultra lang, wenn ich sie zusammenschneide, von daher bis zum nächsten Mal, mache ich jetzt noch einen schönen Tee und dann mache ich die nächsten Aufnahmen. Mal gucken, ob ich auf meine 6 Aufnahmen komme, ich schaue mal kurz auf die Uhr. Ja, es könnte hinkommen, noch mindestens 4 Aufnahmen, ja, das könnte klappen. Also dann, bis zum nächsten Mal, tschüss.